und lande in der Wachmannstraße. Dort warten kleine Läden auf Kunden. Celtic Glass zum Beispiel, was auch immer das sein mag. Hier versuche ich mein Glück und stoße auf Renate Witting. Das war toll. Hallo. Das ist jetzt alles keltisches Glas. Das keltisches Glas gibt es eigentlich überhaupt nicht. Ich habe das mit dem Glas in Irland angefangen. Warum denn Irland? Ist das was, ein Land, was ganz berühmt ist für Glas? Auch überhaupt gar nicht. Ich bin nur da vor 30 Jahren gelandet und habe mit meinem damaligen Partner, der Ire ist, zusammen angefangen, Glassachen zu machen. Also es war eine ganz entscheidende Weichenstellung in Ihrem Leben, dieses Irland. Durchaus, ja. Ich bin 3 Jahre in Irland gewesen, im Südosten. Und da haben wir zusammen so ein Glasstudio aufgemacht und beide keine Ahnung gehabt und versucht, uns das selber beizubringen und aus Fehlern gelernt und aus Nachfragen, wie schneidet man eigentlich Glas beim nächsten Glaser oder solchen Sachen. Ihr eigenes Haus? Leider nicht. Und schon sind wir unterwegs in ihre Werkstatt. Hier lagern die Schätze von Renate Witting, mundgeblasene Antikgläser aus dem Bayerischen Wald. Es ist früher meine Waschküche gewesen, sieht man vielleicht noch so ein bisschen. Und ich habe dann den Vermieter gefragt, ob ich hier ein Fenster reinmachen dürfte. Ich durfte. Also da wohnen Sie? Ich wohne hier auch, ja. Also nahtlos geht Wohnen und Arbeiten ineinander über. Total, ja. Ist auch schön. Ganz schön. Das ist jetzt Ihr jüngster Auftrag hier? Das ist im Moment der, den ich gerade mache. Je nachdem, was die Kunden wollen. Die mir sagen, sie möchten jetzt zum Beispiel gerne einen Koch in der Küchentür haben, dann kriegen sie einen Koch in der Küchentür. Dutzende kleiner Arbeitsschritte, dafür braucht die Bremerin Geduld und eine ruhige Hand. Kein Problem, sie liebt den Job auch nach 30 Jahren noch. Also die Hand vom Koch ist fertig und das ist so die Geste? Diese. Das bedeutet? Das ist toll, was ich da gemacht habe, das schmeckt super. Ob auch ihre eigene Arbeit super ist, testet sie bei Tageslicht. Das sieht doch gut aus. Das ist auch eine gute Handfarbe. Und wenn sie schon im Garten ist, lässt sie auch noch eines ihrer Lieblingsgläser leuchten. Das ist doch ein wirklich tolles. Das kann man auch mit Sonne angucken. Ist es so eine Art Rückzugsort für Sie hier? Ja, ich bin hier gerne. Ich mache auch gerne, wenn man da irgendwo so ein paar Sachen hat. Sie leben hier alleine, ne? Ja. So, und ist es manchmal ein bisschen einsam, so die Arbeit mit dem Glas und so, oder nicht? Ist es manchmal, ja. Ja. Aber bin ich ja inzwischen dran gewöhnt. Mit ihrer Glaskunst ist Renate Witting der Paradiesvogel in ihrer Familie gewesen. Ihre ältere Schwester hier links im Bild war Lehrerin. Also eigentlich war die immer diejenige, die mehr mit Kunst zu tun hatte. Und ihre Eltern, ja, haben die auch sowas gemacht mit Glaskunst? Oder? Nein, nein, nie. Oder waren es auch Lehrer? Auch nicht. Irgendwie Mutter Verkäuferin und Vater Schiffsingenieur und hatten mit Kunst irgendwie nie was zu tun. Und dann zeigt mir die bescheidene Bremerin, in welchen Jugendstilhäusern sie schon gearbeitet hat. Und da drüben in dem Haus haben sie auch was gemacht. Alle Oberlichter im ersten Stock da. Und gleich um die Ecke ein Wintergarten von ihr. Auch wenn sie die Glaskunst nicht reich gemacht hat, Renate Witting hat es nie bereut, dass sie durch ihre Irlandliebe beim Glas gelandet ist.